So, hier sind wir auch schon beim zweiten Boss. Der hat eine etwas lustigere Mechanik. Wir sehen hier diese zwei Plattformen. Die eine macht uns kleiner, die andere macht uns zum Frosch. Die Froschmechanik kennen wir aus Ramanastre. Wenn die Leute schon da drin waren. Achso, ja. Das war gerade AOE-Schaden und die Attacke schießt halt rüber. Jetzt kommt Magitech, Chakram. Boah, jetzt spielen wir entweder... Ja, wir spielen erst die Chakram. Das heißt, wir müssen hier drauf klein werden. Treten wir das Feld jetzt nochmal, werden wir wieder groß. Jetzt können wir das Feld wieder betreten und werden wieder groß. Der massive Beschuss ist AOE Damage. Der Strahl geht in eine Richtung. Die Magiebombe, das ist. Ja, er droppt halt Bomben jetzt. Da müssen wir uns fernhalten von. Wir müssen gucken, wie sie fliegen. Die fliegen horizontal und vertikal. Flutschwall, das ist im Prinzip jetzt die andere Mechanik, von der wir gerade schon sprachen. Jetzt haben wir Atemnot und wir müssen zum Frosch werden, damit die Atemnot weg ist. Wir können das hochstecken bis auf 8 und dann werden wir sterben. Also wir gehen da einmal rein und gehen dann wieder raus, weil das resettet sich. Dann können wir mehr Damage machen in der Zeit. Weil die Mechanik hält nicht so lange an. Das ist so der Trick dahinter. Da haben wir den massiven Beschuss wieder und seinen Laserstrahl. Dann kommen wieder unsere Magiebomben. Diese Dinger, die horizontal und vertikal fliegen. Die können wir einfach ausweichen. Gucken, wo sie liegen. Hier, dann gehen wir einfach hier hin. Weil gegenüber ist keine. Gut, das war der zweite Boss.